So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Ruhrkongress, zur deutschen Meisterschaft, aber etwas verspätet, weil man bei uns in den Wagen eingebrochen hat. Ich wollte ein bisschen früher sein, aber was soll's. Es passieren immer wieder Dinge, die nicht passieren sollen. Na gut, Aufregung ist schon da, aber die ist gleich weg, sobald die Bühne da ist. Grapefruit zukommt auf dem Weg durch Bochum. Wo sind wir hier? Bochum. Und wir suchen Grapefruits. Wir holen uns jetzt, große Preisfrage, Cut. Was holen wir uns? Eine Grapefruit, weil ich trinke heute kein Wasser mehr und das, was ich jetzt zu mir nehme, ich lutsche die Grapefruit aus. Aber nicht verraten, Geheimtipp. Läuft. So, wir sind jetzt hier wieder Backstage. Es läuft ganz gut, ich lade. Reis und Süßkartoffeln, alles ist prima, aber die Spannung steigt. Und an der Kamera ist der Lennart. Den Lennart haben wir eben kennengelernt bei Frozen Joghurt. Wir waren da kurz unterwegs. Mal ein bisschen näher, Lennart. Und den Lennart haben wir dann adoptiert, weil er hatte heute nichts Besseres zu tun, haben wir den einfach mal mitgebracht. Nochmal hallo, Lennart. Hi. Hi. Und für den Lennart hatte ich auch noch zufälligerweise noch einen Hoodie dabei, einen Food for Gems Hoodie. Ja, es steht ihm ganz gut, ist ein bisschen zu groß. Ich bin jetzt hier und alles um mich herum bereitet sich gerade vor. Ich esse noch was und dann geht es für mich auch wieder auf die Bühne. Ja, da steht der Chris Dempe. Und mein gefährlichster Konkurrent, will ich gar nicht sagen, mein Kumpel hier neben mir, der ist, glaube ich, gerade für kleine Jungs. Das ist der Sven. Und Sven nenne ich die Klinge. Seid gespannt. Und da kommt der Lennart wieder, hat die Sachen mitgebracht, die wir brauchen. Ja, Chris, sag mir deine Apps. Wo es liegt. Warte. Noch ein bisschen zurück? Ein bisschen zurück noch. Ja, jetzt noch. Perfekt, ja. Übelst. Sehr cool. Ja. Sei nicht so verkrampft da hinten. Hier sehen wir uns den Mario nochmal vorbereiten. Ja, das ist super. Da zeige ich die ganzen Geheimtricks, was wir so machen, um so Muskelberge aufzubauen. Das, Sven, hier zeigen wir die ganzen Geheimtricks, wie wir das so machen. Man kann einmal ziehen, das ist dann für die Arme, für den Rücken. Man kann aber auch, das habe ich schon mal bei anderen gesehen, sowas machen, das ist dann für die Brust. Rücken. Mal Liegestütze. Ja? Ja. Hast du noch was? Ja. Was funktioniert, wechselst du ja nicht. Wenn es funktioniert, am Block muss man dabei bleiben. Wenn du wechselst, machst du einen Fehler. Jetzt bist du schön am Glänzen. Was glaubst du, wie viel Platz machst du? Ach, keine Ahnung. Über Plätze mache ich mir keine Gedanken. Das ist Blödsinn. Die gehe ich in deiner Macht und das ist total subjektiv. Weiß nie, was. So, jetzt sind wir bei Vapiano und bei Vapiano werden wir den deutschen Meistertitel jetzt feiern. Ja. Unsere kleine deutsche Meisterparty. Die werde ich jetzt hier beginnen und anstoßen. Leider sind noch nicht alle da. Die verfahren sich ja ständig. Aber ich habe so wenig getrunken heute, deswegen werde ich jetzt schon mal anfangen. Auf euch alle, die ihr hier seid. Auf alle, mit denen ich gestartet bin, es war ein wirklich geiler Wettkampf und ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Und jetzt esse ich diese Pizza und denke an euch an. Ja? Bis im nächsten Jahr, euer Mario. Prost!
will ich die Pizza essen.